Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Und ja, ich... Oh, da ist er. Ja. Also, falls euch wundert, wieso zur Hölle kämpfe ich gegen einen Hynox halbnackt. Tja, Leute, ich tue es nicht freiwillig, es ist eine verdammte Prüfung. Na komm her. Seht ihr diese Kugel da, die ihr im Hals hat? Die soll ich holen. Ich hoffe, da kommt nicht hier auf die Idee, eine Arschbombe auf mich zu machen. Naja. Tja, die Prüfung besteht halt mit allem, was ich hier finde. Sag ich halt, die Kugeln zusammenzubringen und sowas. Das heißt, auch die Waffen muss ich mir alle hier von der Insel holen. Alter. Könntest du mal aufhören, mich so zu nerven, Typ? Na, ich schätze mal, das Ding auch kann ich von dir aussagen. Und so. Hier. Glaubst du wirklich ein Ernstes? Jetzt sag mal, dass ich hier so mich töten lasse von dir und. Tschüss, kannst du das, Dicker? Weil die Kamera ist auch für eine tolle Idee, jetzt immer so dicht an links zu sein. Wo ist der hin? Ich bin runtergesprungen, du Idiot. Also, darauf kommt der Typ nicht. Dass Link vielleicht runtergesprungen ist und jetzt an der Wand klebt oder sowas. Was hat er für komische Zuckungen, Link? Oh. Nett von ihm. Das ist ein bisschen ein Scheißdreck. Alter, leg dich doch nicht hin! Ich bin... Ne, ich soll nicht merken, dass ich hier oben bin. Er scheint aber irgendwie Schaden zu kriegen, oder was? Oh, mein manikürtnierte Fingernägel! Wieso rollen die Bomben mit? Amt nicht zu ihnen hin, sondern so. Alter, ist das dein Ernst? Wenn er sich irgendwie umdreht, muss ich auch passen, dass der Typ mich nicht sieht, sonst kommt er wieder hoch. Das war toll. Ja, toll. Und nochmal. Naja. Nicht ganz fair, aber fein, oder? Ja. Weil hier Pfeile kriegt man nicht gerade. Töte ich ihn eigentlich damit? Also verletze ich ihn, oder ist das jetzt nur pure Einbildung? Ja, ich hoffe... Alter, was soll das? Wieso? Er ist nicht richtig angezeigt. Nur ganz kurz und das war's. Und wieso? Was will diese blöde Bombe dort? Was macht er da? Wieso steht er nur so blöd rum? Also komm, wenn das jetzt so der Fall ist, dass ihn das nichts anhat, so, dann finde ich das eigentlich scheiße.
Ja. Sie machen wenig Schaden, so, aber was soll ich machen? Alter, das geht so kurz. Das verzeigt nur ganz kurz, dass ich nicht sehe, ob das funktioniert oder nicht. Ja. Das müsste aber ihn irgendwie schon umhauen. Das hat den nicht mal interessiert! Ach ja. Was tut ihr auch so Feines, Leute? Boah. Ich baue ein Hinox mit Bomben. Indem ich die Bomben so hinlege, dass eigentlich seine Eier wegspringen und sowas. Und das scheint den Kerl nicht sonderlich zu interessieren. Aber das ist besser, als wenn er mal hochkommt. Doch, es wird was. Ja. Ach ja, ich hatte auch hier einen Blutmond gehabt. Das heißt, die Gegner, die wieder kamen, auch alle wieder. Naja, es wird langsam was. Ist zwar langwierig, aber besser als langwierig und frustrierend. Oh, ich könnte den ganzen Tag so weitermachen. Nicht aber von den Weißen, dass ich meine Bomben und so behalten durfte. Okay, es ist auch gleich geschafft. So. Der steht auch ganz gut dort. Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber wenn da irgendwas ist, was ständig meine Eier... Er sprengt, dann würde ich doch nicht mehr stehen bleiben. Aber was soll's. Es, nur weil sie ein bisschen intelligenter agieren, heißt auch lange nicht, dass sie auch wirklich intelligent sind, oder? Und zack. Ja, gleich geschafft, Leute. Nach den Osterferien. So, und zack. Und zack. Ich glaube, der gewinnt sich langsam dran. Oder vielleicht steht er darauf. Vielleicht steht er ja auf Schmerzen. Vielleicht ist er ein Masochist. Kann ja sein. Wo soll ich denn wissen, was in deren Köpfen vorgeht? Bin ich ein Hinox? So. Hier. Zack. Das nennt man wohl Millimeterarbeit. Ich meine, Millimeter für Millimeter. Hauen wir seine Lebensleiste runter. Seine Energieleiste. Schopper ist nicht mehr viel. So. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Ach, das mache ich ja. Oder Moment mal, hat er überhaupt Eier? Na bitte. Intelligenz siegt immer. Solange sie nicht in Dummheit umschlägt. Oh, guck mal, Fisch. Darf ich eigentlich die ganzen Sachen behalten? Hm. So, jetzt nehmen wir mal die Kugel und...
und beenden wir diese Chose. Obwohl es wirklich eine schöne Insel ist, nur die Bewohner gefallen mir nicht. Die sind so monströs. Oh, ich sehe schon, wenn irgendwelche Leute sagen, oh, wie kannst du diese Inselbewohner diskriminieren und so? Du Rassist! Aha, ja, es sind Monster und... Waren die schon immer da gewesen, Fels? Habe ich die nicht runtergekickt? Okay. Wieso ist die Platte da drauf? Die habe ich doch runtergenommen, Leute. Da haben wir es doch mal geschafft. So. Puh. Das war mal was. Der Sieg ist dir heute mit allem Glück. Du hältst seit Werkzeit nun zurück. Das heißt, ich darf mich wieder anziehen. Wohlan reisen, das soll es so sein. Komm näher und betrete den Schein. Bist du irgendwie mit Melee verwandt aus Super Mario Bros? Prüfung des Windes geschafft. Bleiben jetzt auch die ganzen Monster weg, oder? Nee, die werden wahrscheinlich wiederkommen. Oh. Was ist denn eigentlich mit den ganzen Sachen passiert? Egal. Also die ganzen Sachen, die ich eingesammelt habe, gucken wir mal. Ja, natürlich, die habe ich natürlich wieder nicht. Wozu auch? Die brauche ich auch gar nicht. Puh. Mit dem Hammer sieht aus wie ein Wikinger, auch so vom Outfit her. Ne? Link, du schaffst es auch ohne meine Hilfe hochzukommen, weil ich jetzt nicht so zuschauen kann. Oh, ich habe auch Zeit, ist gut. So. Ich hab Hunger auf Fleisch. Oh. Wow, 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 es regnet mein Fleisch! Das hole ich mir. Das hole ich mir. Weil das ist Nahrung, Futter. Und wenn man so eine harte Prüfung sich hinter hat, wo man alles selbst machen muss, so halbnackt, wie Hylia ihn schuf, dann lernt man halt auch ein Stück Fleisch zu schätzen. Das wird auch der Weiße bestimmt verstehen. Warte mal. Wow, sieht richtig idyllisch aus. Kokoschiedisch rein. Na, dann lass mich rein. Gut geschafft. Na dann, rein in die gute Stube. Nie habe ich so einen Appetit auf Fleisch. Wenn denn das so regnet. Oh, rührt auch von Schlafen und so eben so. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Oh. Oh, keine Prüfung. Ja? War auch ganz schön arschig von euch, mich halbnackt da zurückzulassen. Aber danke, dass ihr meine Badehose da gelassen habt. Oh. Okay. Hm.
Danke, 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 Anke. Kennt ihr immer noch diese Sendung? Oder war das eine Sendung? Ich weiß, ich hab's nur mal gelesen, so, aber worum es da wirklich ging, weiß ich es nicht so. Wie gesagt, das war eine miese Prüfung. Aber irgendwie, ich glaube, es ist schon ganz cool. Zumal es auch wirklich mehrere Methoden gibt, den Hinox zu töten. Und nicht, du kannst ihn nur mit töten, indem du einen Fallen durch in sein Auge jagst. Und so. Welche angenehme Prise? Hallo? Sag mir, was für dich hier? Bin nur geklettert. Das weiß ich ja nicht einfach. Du scheinst hochgelegene Orte zu mögen. Wie ich. Man kann den Wind so schön hören. Naja, du bist ein Oni. Ich meine, ist ja wohl klar, dass ihr das ja liebt. So könnt ihr damit besser starten. Ich will frei sein, ohne Einschränkung. Frei und sorglos wie der Wind. Deswegen lausche ich hier die Stimme des Windes. Das gibt mir ein bisschen das Gefühl der Freiheit. Wärst du auch gerne wie der Wind? Dann sein wir toll. Ich habe das Gefühl, wir könnten gute Freunde werden. Unter meinen Freunden wärst du der erste Lianer. Deine Flügel sehen ganz schön anders aus als unsere. Wie interessant. Das sind keine Flügel. Das sind Arme. Obwohl, verkehrt ist es ja eigentlich auch nicht. Was möchtest du? Möchtest du mir mehr, wie man eins mit dem Wind wird? Jetzt, was ist das? Der Wind weht mal schnell, mal langsam, aber bewegt sich immer frei. Und ich denke, der beste Weg, eins mit dem Wind zu werden, ist, seine Bewegung nachzuahmen. Dafür habe ich mir eine Übung verlassen, bei der man Ringe in der Luft durchfliegt. Okay. Es geht darum, so viele Ringe wie möglich hier zu durchfliegen. Das ist eine Erfahrung, die du niemals vergessen müsstest. Das ist immer okay. Dein Interesse freut mich. Bitte. Wieso wollen die alle Geld haben dafür? Dann will ich mal aufbauen. Bitte warte hier. Wieso? Ja, wenn du es mal machen willst, dann musst du zwar die Rubine. Tut mir leid, dass du warten musstest, aber jetzt kannst du jederzeit losfliegen. Meine Fehler, diese Strecke dort nicht entspannt wie das Gleiten auf einer sanften Brise. Es liegt an dir, welchen Weg du nimmst. Der Wind wird dich willkommen heißen. Okay. Okay. Toll, es regnet. Der Wind wird mir willkommen heißen und ist mein Freund. Ups. Wo geht's weiter? Oh. Scheiße. Ist gar nicht so... Toll. Nun dann sammle ich meinen flugunfähigen Elfen ein. Du bist sehr gut. Die Kamera ist nicht... Der Wind mag mein Freund sein, die Kamera aber nicht. Oh. Wie viel kann... Das war wohl viel um nichts. Vielleicht ist es, wenn du mit mir... Na gut, einmal noch. Ach ja. Du bist echt ein komischer Vogel. Ja. Eigentlich eine... hi Leute! Eigentlich ja eine tolle Idee. Oh. Danke! So, ich cheate mal! Wo geht's weiter? Ich glaube, ich sollte mal lieber den Hammer ablegen. Toll.